Hallo Freunde. Wow, ich hab's erwischt. Habt ihr das gesehen? 1890 Watt. Das war jetzt gerade richtig gut. Gerade noch der richtige Moment. Ja, die Sonne scheint fleißig. 2032. Spitzenrekord. So viel habe ich ja noch gar nicht gesehen. Richtig gut. Aber was ich gerade erzählen wollte. Also grundsätzlich, Bloetje. Tolles Tal, freut mich, die zu haben und macht auch riesig Freude, auch hier so ein bisschen zu sehen, was abgeht. Und das Ganze mit 6 Solarmodulen an 374 Watt. Hammer. Also, das sind Werte, die begeistern einen. Ja, man hört es schon, das war hier auch ein bisschen viel. Die fängt an, so ein bisschen sich abzukühlen, wobei, wenn man das anfasst, ist es alles total kühl. Also im Keller ist es auch recht kühl. Also ich würde auch nur raten, die Bluette im Keller abzustellen. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt woanders hinstellen. Das ist schon besser. Aber worüber ich heute sprechen wollte, ist, also was mir immer wieder auffällt, ist, wenn der auf AC-Seite, auf der Lastseite, man schwankende Ja, ich sag mal, schwankenden Strom abnimmt. Ja, also gestern war zum Beispiel die Waschmaschine dran und irgendwann ist auch der Fehler aufgetaucht. Ja, also man merkt wirklich, also so richtig maxinnig diese schwankenden Ströme. Ja, ich sag mal, ein Kühlschrank oder was ich auch immer wieder habe, Wasserkocher, ja, mit seinen 2000 Watt, das ist nicht schwankend oder der Heizstab oben, der gerade jetzt läuft mit seinen knapp 900 Watt, das ist alles da kein Problem. Aber ich sag mal, sobald es schwanken wird, ja, sobald da irgendwie immer wieder die Werte sich rasant wechseln, das scheint sie nicht so sehr zu mögen anscheinend, ne? Also wie gesagt, gestern ist schon wieder ein Fehler aufgetaucht, alles ausgegangen. Musste das Ganze einmal neu starten und ja. War halt nicht so cool. Wobei Fehler ist überhaupt da kein Problem. Das leuchtet hier dann gelb, ne? Dann geht man drauf, geht auf Löschen, Fehlermeldung löschen und dann ist das Thema erledigt. Dann geht auch alles wieder an. Also bisher hatte ich das schon einige Male, dass auf der AC-Seite quasi der Fehler aufgetaucht ist und die AC-Seite ausgeschaltet worden ist. Und einmal hatte ich tatsächlich, dass auf der PV-Seite ein Fehler aufgetaucht ist und die PV-Seite ausgemacht worden ist. Das heißt, es war ein schöner Tag, aber es ist kein Strom reingegangen. Das fand ich jetzt nicht so witzig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Auf der AC-Seite, sag ich mal, ist das jetzt verkraftbar, aber meistens ist nur der Heizstab da dran, was eigentlich nicht so viel ausmacht. Wow, 2169. Wie genial ist das denn? Wow, richtig cool. Ja, coole Geschichte, sag ich mal. Coole Geschichte. Hammer. Das sind Werte, die mich begeistern. Die sehe ich auch zum ersten Mal. Also das meiste, was ich bisher gesehen habe, waren 1800 Watt. Aber 2168 Watt ist schon ein cooler Wert. Das freut mich. Das freut mich. Damit kann man arbeiten. Ja, Freunde, von meiner Seite war es das. Also kurze Zusammenfassung, was immer wieder mal passiert, worauf man sich einstellen muss. Also gerade für die, die jetzt sich sagen, ey, ich möchte das irgendwie als so eine Sicherung, dass ich Dauerstrom habe und so weiter, funktioniert nicht. Ja, sobald der Fehler angeht, geht die AC-Seite aus. Fertig, hast keinen Strom drauf. Ne? Da ist das Netz noch sicherer als die Bluetti, muss man ganz klar sagen. Aber es ist halt so eine gewisse Sicherheit. Ne? Also ich habe jetzt zwei Batterien hier, 3 kW. Und da weiß ich auch, dass immer Strom da ist, egal was passiert. Und wenn jetzt mal Stromausfall sein sollte, vielleicht sogar für ein paar Stunden oder so, oder ein paar Tage, wer weiß. Das war noch nie passiert, aber wer weiß. Dann weiß ich, es ist immer. Ja, allein schon PV-seitig immer eine gewisse Versorgung da. Ja, Freunde, von mir so eine kleine Zusammenfassung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, die Werte, die begeistern mich jetzt richtig. Also, dass das Ding mit 2000 Watt läuft, das ist richtig gut.
Ja, das freut mich sehr. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, danke für eure Abos und Likes, Freunde.